Moin, moin, moin und herzlich willkommen zurück zum FIFA 21 Karrieremodus mit dem SCFR. Und ihr seht es bereits im Hintergrund. Heute geht es auswärts gegen Türkgücü München. Ein Gegner, den wir sicherlich schlagen können, wo wir die nötige Qualität haben, um diesen Gegner heute zu besiegen. Aber im letzten Spiel haben wir leider verloren gegen die, oder im Hinspiel besser gesagt. Ansonsten werde ich jetzt hier nochmal kurz in die Mannschaft einmal reinschauen, wen ich mitnehme. Ich glaube, ich versuche gleich nochmal den Perez mitzunehmen. Ich glaube, den Schikowski. Ich weiß nicht, ob ich den Jones mitnehme. Ich glaube, den Schikowski lasse ich auch mal. Versuche ich mal irgendwie wieder reinzubringen. Der spielt relativ wenig bei mir. Den Perez, den versuche ich jetzt mal irgendwann mal dazu zu kriegen, dass er mal wieder ein bisschen Praxis sammelt. Ansonsten gehen wir direkt rein ins Spiel und hoffen, dass wir da heute mal 3 Punkte mitnehmen und dann nicht verlieren wie im Hinspiel. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn bei einem Tor hätte er den Torrekord der Liga eingestellt. Gleich geht's hier los, live bei EA Sports. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Er hat den alten Torrekord jetzt also eingeholt. Und ich denke, das muss noch lange nicht das Ende sein für ihn. Da geht noch mehr. Ja, und das wird sein Ziel sein, noch nachzulegen, sich den alleinigen Rekord zu holen. Das ist schon Wahnsinn, wie gut der im Moment drauf ist. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Das ist ein guter Pass. Da müssen Sie aufpassen. Weiter gefährlich. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Kommt jetzt die Flanke rein? Der Ball ist im Aus. Das gibt Einwurf. Ein guter Pass. Weg ist der Ball. Das letzte Heimspiel konnte man gewinnen. Heute soll es natürlich so weitergehen. Ein absolut überzeugendes 6:2 ist da gelungen. Aber heute steht man einem ganz anderen Kaliber gegenüber. Also das wird nicht leicht und ich setze eher auf Unentschieden. Ballverlust. Tja, war halt niemand. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Und jetzt haben sie den Ball. Geht dazwischen und hat den Ball. Das Schloss muss nicht sein. Eine Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Da ist jetzt Platz. Alle Infos zur Anreise. Gute Ballführung. Das will er jetzt alleine machen. Was für eine Technik. Mit diesem Volley macht er dann das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist richtig gut gespielter Konter und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz, besser kannst du das Ding nicht verbergen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie holen sich den Ball. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Gefährlich jetzt. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Ball ist wieder weg. Guter Pass jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gutes Tackling. Mit Auge. Ist hier immer noch aber. Er verhindert die Flanke. Und jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. Da kommt die Ecke. Da ist die Flanke ins Zentrum. Erstmal geklärt, gibt Einwurf. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Und die Balleroberung, wichtig. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Guter Vorstoß da jetzt. Gibt Einwurf. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Da verlieren sie den Ball. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Klasse Pass. Da geht er gut in den Zweikampf. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Könnte den Konter geben. Der Konter läuft. Janjic. Die Gelegenheit für die Flanke. Er lässt den Gegner stehen. Da kommt die Hereingabe. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Sehr gute Gelegenheit eigentlich, aber klar vergeben. Er kann den Kopfball nicht platzieren. Die Chance ist vertan. Nachspielzeit, eine Minute. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Zur Pause steht 1:0. Die erste Halbzeit ist vorbei. Wir führen ab der 17. Minute mit 1:0 durch das Tor von Rahibic.
Ansonsten sind wir auch die deutlich aktivere Mannschaft hier in der Partie. In der 21. Minute hatte Türkgücü München die Chance, den Ausgleich zu machen, scheiterte aber am Pfosten und der anschließende Kopfball geht übers Tor. Ansonsten kam da nicht so viel von Türkgücü München. Somit fühlen wir hier eigentlich recht verdient. Jetzt gibt es einen Einwurf. Barry. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. In den freien Raum. Den spielt er in den Lauf. Jetzt kommt der Schuss. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Da könnte was werden. Sie bekommen den Abstoß. Das macht er gut. Das könnte was werden. Kann er was draus machen? Wichtig, dass er sich den Ball holt. Ballgewinn, gefährliche Position. Ja, da ist Platz jetzt. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. Toller Pass. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Ja, das war tatsächlich Abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und damit ist der Ball weg. Schöner Zweikampf. Ein Pass mit viel Auge. Den kann er klären. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ball geht über die Latte. Schöne Aktion vom Keeper. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesen. Riesenchance, aber nichts, es ist kein Tor und er kann sich noch nicht entspannen. Nun wird es also gleich zwei Wechsel geben. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Wird Abschluss geben jetzt. Einwurf. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Guter Pass. Jetzt wird's gefährlich. Gut durchgesetzt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf.
Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Sie haben den Ball. Flanke bleibt hängen. Fairer Einsatz hier. Gute Aktion. Das ist ein Foul. Freistoß. Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Das war nix. Nee, Wolf, da müssen Sie sich was Besseres einfallen lassen. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Den Ball geben sie jetzt nicht mehr her. Klar, das ist frustrierend und das gefällt nicht allen. Ein enges Ding hier und es kann auch so viel passieren. Heute klappt das Passspiel bei Ihnen richtig gut. Ja, das ist Ballsicherheit. Einfach Ballsicherheit. Das ist Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt haben sie vielleicht nochmal die Chance. Ja, mit viel Übersicht. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Schwache Aktion, Ballverlust. Ja, das sieht gut aus. Er holt den Ball hier, ganz stark. Viel Übersicht bei diesem Pass. Da ist er jetzt durch. Immer noch gefährlich. Gute Aktion, spielt raus. Da mussten sie gerade den Deckel drauf machen, da lege ich mich fest. Eine Chance. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Gefährlich! Jetzt könnte er flanken. Da gewinnt er den Zweikampf. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Das muss es sein. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. Das ist der Schlusswurf. Der Schiri pfeift das Spiel ab. Wir gewinnen am Ende 2:0 gegen Türkgücü München. Verpassen am Anfang der zweiten Hälfte so ein bisschen das Tor zu machen. Oder das 2:0 zu machen, an der 87. Minute nochmal Yildirim mit der dicken Chance. Das 2:0 zu machen, den muss er eigentlich machen. Und dann nochmal in der 93. Minute ein Konter über Lané. Den Kaufmann dann endlich zum 2:0 verwertet. Und wir gewinnen damit auch 2:0. Nehmen 3 Punkte mit diesmal gegen Türkgücü München. Ganz wichtig und bleiben Tabellenführer. Und haben jetzt noch die letzten 4 Spiele vor uns. Ja. An dieser Stelle würde ich mich dann auch wieder verabschieden vom 30. Spieltag und freue mich, dass ihr dabei wart. Und
würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ansonsten würde ich euch noch empfehlen, schaut doch mal unter fifa-karriere.com vorbei. Falls ihr noch ein paar Tipps zu eurem Karrieremodus braucht, werdet ihr da bestimmt fündig.